So, hi. Jetzt werden wir doch noch die Geschichte zu Ende lesen. Die ist gar kein Pferd, sagte Inka ungeduldig. Die ist eine Kuh. Bei ihr trinkt er richtig, bei der Ziege mochte er nicht. Daher die Ziege, sagte der Vater. Ich hörte heute Vormittag in der Küche einen furchtbaren Lärm, und als ich nachsehen ging, stürzte mir eine Ziege entgegen. Eine gescheckte mit wilden Augen, ein Geschirrtuch im Maul. Ich hab ihr Beine gemacht, erzählte er lachend. Und mit dem Schuh habe ich nach ihr geschmissen. Der wackelt heute noch auf ihrem Horn, berichtete Josie begeistert. Nein, man darf nicht nach irgendjemand irgendetwas werfen. Das ist ganz gefährlich. Dafür bin ich nicht. Die Frau des Tierarztes bekam große Augen und fing dann auch an zu lachen. Bei euch ist ja mächtig was los. Das muss ich meinem Mann erzählen. Und damit eilte sie davon. Einmal wachte Inka zeitiger auf als sonst. Sie hatte sich ihr Feldbett im Stall so aufgestellt, dass sie den Garten teilweise überblicken konnte. Jeden Morgen war sie glücklich, das Grüne der Wiese und der Bäume und die schräg eingefallene Morgensonne zu sehen. Heute aber wurde sie sehr unsanft geweckt. Jemand riss ihr plötzlich die Bettdecke weg und im selben Moment war sie hellwach. Friederike war es, die Ziege. Sie hatte die Decke ins Maul genommen und danach rückwärts geschleudert, sodass sie ihr halb über den Rücken hing und die Ziege aussah wie ein wandelndes Federbett. Halt, halt! Das ist meine, schrie Inka und versuchte, ihr warme Hülle zurückzuerobern. Was hast du eigentlich hier zu suchen? Fragte sie ärgerlich. Noch dazu so früh am Tag. Da kam auch schon Josie im Schlafanzug um die Ecke gejagt. Hier bist du, seufzte sie erleichtert, als sie Friederike sah. Ich hab dich im Geist schon zwischen zwei Autos gesehen. Oder von einem bösen Mann gestohlen. Es scheint ihr bei euch ja recht gut zu gefallen, stellt sie fest und sah zu Inka hinüber. Vielleicht bereut sie, dass sie sich so schlecht benommen hat und möchte es nun wieder gut machen. Josie schien damit recht zu haben. Die Ziege benützte von da an jede Gelegenheit, aus dem heimatlichen Hof zu entkommen und sich Flinker und Frechdachs anzuschließen. Frechdachs hieß der Kleine nun, der Name war an ihm hängen geblieben. Und eines Tages luden die beiden kleinen Mädchen den Tierarzt und seine Frau zur Taufe ein. Es gab Limonade für die Kinder und Bier für die Großen, das Vater gestiftet hatte. Josie hatte aus der elterlichen Speisekammer verschiedene geräucherte Würste, ergattert, die sie über einem Feuer im Garten grillten. Flinker und Frechdachs und natürlich auch Friederike waren dabei, machten lange Hälse und steckten die Nasen so nah an die Glut, bis sie einen Schreck kriegten und zurückfuhren. Lisette hatte eine Weile am Zaun gestanden und sich laut muhend muh, und voller Besorgnis das Schauspiel angesehen. Dann war ihre Geduld zu Ende. Sie sauste den Schwanz steil erhoben am Zaun
Auf und ab. Plötzlich nahm sie Anlauf, ihr scheinbar plumper Körper schnellte empor und mit einem Riesensatz landete sie im Gras, gartendicht neben der Taufgesellschaft. Dr. Weber verschluckte sich fast vor Lachen, so eine Olympiakuh, wie er sie später nannte, hatte er noch nie gesehen. Es wurde ein gelungenes Fest. Inka und Rosi erzählte noch lange davon. Und wenn sie nicht so viele Erwachsene den Sprung von Lisette miterlebt hätten, wäre ihnen sicherlich von niemandem geglaubt worden. Lisette hieß nun im ganzen Dorf nur noch die Olympiakuh, und man vermutete, dass sie dieses Sprungvermögen von den Pferden abgeguckt hatte. In Inkas Garten war von da an wirklich eine Menge los. Drei Tiermütter rissen sich darum, den kleinen Frechdachs zu umsorgen. Die eine meckerte, die andere muhte. Und Flinker, die richtige Wiehernde, schrill und war wütend, wenn Frechdachs einmal zu Lisette oder Friederike lief. Inka mit ihrer Flasche aber schoss den Vogel ab. Ihr lief Frechdachs sogar danach, wenn sie gemeinsam mit Josi spazieren ging. Und natürlich ließ Flinker ihren Frechdachs nicht allein und trabte mit misstrauischer angelegten Ohren hinterher, wach und aufmerksam. Aber auch die Kuh und die Ziege wollten nicht zurückstehen. Bei diesen Spaziergängen begannen die Mädchen hin und wieder zu reiten, erst auf Flinka, dann versuchten sie es auch auf Lisette. Alles ließ Lisette sich gefallen, wenn sie nur bei ihrem Pferdekind bleiben durfte. Aber als Reitpferd missbraucht, zu werden, das ging dann doch zu weit. Den Rest lese ich dann noch mal vor ein andermal.